Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren gangstermäßigen Folge Mafia 1 im Remake. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer natürlich dickes Dankeschön an der Stelle an alle aktiven Supporter da draußen, die mich hier immer noch unterstützen. Ja, Freunde, checkt gerne die Videobeschreibung ab, während ich mich jetzt hier weiterhin durch die Docks durchballer. In der Hoffnung, dass ich diesmal schaffe. Aber ja, diesmal bin ich auch nicht abgelenkt von der Pizza, denn die hat mir sehr, sehr gut geschmeckt, Freunde. Und jetzt kann ich weiter aufnehmen. Ihr wisst ja, weiter muss es gehen. Das hat. Oh Gott, gut, das hat ja gar. Das hat ja gar nichts gemacht. Das hat ja gar nichts gebracht. So, ich sehe dich, Sniper. Ich sehe dich da oben, keine Sorge. Keine Sorge. Oh Gott. Freunde, wie immer, checkt die Videobeschreibung ab. Checkt mein Partner Instagram ab. Glocke aktivieren, ihr kennt das Ganze. So, jetzt muss ich mal ganz kurz warten hier. Erstmal alles daneben geballert. Erstmal alles daneben geballert. Ganz schlecht von mir, nur noch 3 Schuss. Oh Gott. Gib mir ein bisschen Lebensenergie, bisschen Lebensenergie, bisschen mehr. Okay. Oh Gott, der Sniper, wa? Scheiße, ich hab keine Munition mehr. Komm, schieß noch einmal. Schieß noch einmal, bis du nachladen musst. Ja. Okay. So. Alter, Munition, ey. So. Jawohl, hui! Dumme Drecksau, Alter. Ich mach euch alle platt. Taschenrevolver, her damit. So, warte mal, der hatte, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Munition. Der hier. Die haben doch bestimmt alle den gleichen, oder? Soll ich die mitnehmen? Ach komm, scheiß drauf. So wenig Munition die ganze Zeit, Alter. Wo ist dieser Sergio, Alter? Das geht ja immer weiter. Krass. Das geht ja immer weiter hier, ey. Brauchen immer 4 Schüsse, wa? Wenn du nicht den Kopf triffst, brauchen die immer 4 Schüsse. Deswegen machen wir es aber so, oder? Ist links neben mir einer? Hört sich fast so an. Ja, tatsächlich. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Alter Schwede! Leben am Limit die ganze Zeit. Nein, 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 nein! Sieht er mich hier? Ne, okay. Ich dachte schon. Das wäre übel gewesen, oder? Das wäre übel gewesen, ey. Machen wir etwas Lärm! Nadina! Hol die da runter! Mr. Moreno, gehen Sie! Ey, wie viel sind denn das, Alter? Das hört ja nicht mehr auf! Hier rauf. Oh, bitte, 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 bitte. Was ist das? Achso. Ich dachte, es wären übelste Gewehre oder sowas. Kurzzeitig. Wie hat er das noch überlebt? Seht ihr das? Was halten die aus, Alter? Vor allen Dingen mit der Tommy Gun hier. Beziehungsweise mit dem Gewehr hier. Alter Schwede. Ja, ja, Schnauze, Schnauze, Schnauze. So, erstmal kurz checken hier. Ja, nice, Alter. Geil.
Aber wir haben so wenig Munition für die Flinte. Die haben aber auch nichts mehr, wa? Tommy Gun, 29 Schuss. Das ist auch zu wenig. Kacke, was ist passiert? Ein gottverdammter Zug? Hallo! Hier drüben! Ey! Nein, hört doch auf mit der Scheiße jedes Mal! Hey, Junge! Ich schalte Morales Leute komplett alleine aus, wa? Ja. Warum kann man eigentlich von denen nicht die Molotov-Cocktails aufheben oder sowas? Ist auch doof, ja. Dienstrevolver? Schnauze, Junge. Du hast mich nur angeschossen, du Arschloch. Glaubst du ernsthaft, dass du mich töten kannst? Was habe ich dir gesagt? Niemand kann mir was. So viel Glück hast du nicht, Bastard. Warte, nein. Alter Schwede, geht doch, Nach Sergios Tod herrschte wochenlang Chaos. Unsere Jungs gegen ihre. Und Morello war untergetaucht. Aber ein Boss kann sich nicht ewig verstecken. Damit ein Don gefürchtet wird, muss er sich sehen lassen. Schließlich hörten wir, dass er sich zeigen würde. Morello will uns provozieren? So tun, als wären wir nicht im Krieg? Wir werden uns ihm stellen. So kriegen wir ihn. Wir warten vor dem Theater. Bis zum Ende der Show. All die reichen Arschlöcher werden rauskommen. Und dann schnappen wir uns Morello. Aus der Menge. Bevor sie uns kommen sehen. Das Theater wird voll sein. Möglicherweise wird sogar der Bürgermeister da sein oder der Polizeipräsident. Genau darum geht's, Tom. Wir töten ihn in der Öffentlichkeit. Sodass es die feinen Pinkel sehen. Dann wissen sie, wer der Chef ist. Egal, ob man eine Marke, eine Robe oder ein fettes Bündel Geld in der Tasche hat, der Salieri in die Quere kommt, ist tot. Okay, Boss. Wir erledigen das. Nehmt die Maschinengewehre, aber seid euch sicher, dass ihr vor dem Theater keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Haltet die Knarren versteckt, bis ihr Morello seht. Und dann durchsiebt ihr ihn. Der weiße Anzug soll aussehen, als wäre er mit Rosen bedeckt. Verstanden? Klar, Boss. Ja, schade, muss ich sagen. Schade, ey. Ich hätte gern ein, zwei der Missionen gespielt, die man gerade gesehen hat. Also, so Bandenkriegsmissionen. Das wäre doch mal ganz geil gewesen. Wenigstens eine Mission, wo jeder gegen jeden, so, weißt du? Beziehungsweise, was heißt jeder gegen jeden, aber unsere Familie gegen deren Familie. Dass wir mal, wie man da gesehen hat, war das in der U-Bahn? Nee, Straßenbahn? War das Straßenbahn? Oder wo haben die? Oder Bus? Endlich. Dass die irgendwie im Bus abgeknallt haben? Das wäre doch voll geil gewesen, so eine Mission. Wenigstens eine Mission zwischendurch. Das war ein bisschen schade. Ganz ruhig. Wir müssen zum Theater, bevor die Vorstellung vorbei ist. Tom, du fährst. Ja, klar, wer auch sonst. Es steht fest, Jungs.
Morello stirbt heute Abend. Heute? Scheiße. Viel Glück, Leute. Dankeschön. Ja, das hätte ich echt mehr gefeiert, ja. Naja, ist jetzt auch kein Beinbruch oder sowas, aber es wäre, glaube ich, ganz cool gewesen. Es wird spät. Drück aufs Gas, Tom! Unglaublich, dass wir nach all den Jahren endlich Morello aufs Korn nehmen. Nicht seine Leute oder Familie, endlich ist er selber dran. Damit schließen wir ein langes Kapitel ab. Und wenn er weg ist? Sind wir die Könige. Nein, ich meine, was ist mit dem Don? Werden ihm die Tränen kommen? Er wird einen hübschen, neuen, weißen Anzug tragen. Hey! Zur Seite! Alles klar, Jungs? Ja, ich schwitz nur wie verrückt. Siehst übel aus. Wir sind fast da. Zähne zusammenbeißen. Wenn wir Morello sehen, alle auf ihn. Nur auf ihn. Wenn er erledigt ist, bricht Panik aus. Wir tun's wirklich. Wie lange kämpft er schon gegen den Boss? 10 Jahre? Länger. Macht der weiße Anzug ihn zu einem leichteren Ziel? Keine Ahnung. Macht er das? Werden wir ja sehen, oder? Ah, oh, upsie. Sorry. Ja, ich wollte mich nur mal kurz umgucken, Alter. Tut mir leid. Da war eine geile Sau. Wo ist eigentlich Sarah, Alter? Ich meine, Tommy hat ja nur in so einem Nebensatz bisher im Spiel erwähnt, dass er auch Vater geworden ist, wa? Von denen hört man gar nichts. Finde ich auch ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Finde ich auch ein bisschen schade, dass man nicht diesen Aspekt mit reinbringt. Ich sehe ihn! Heiz ihm ein! Ah, vielleicht kommt das noch. Aber ich hoffe nicht in dem Sinne, dass sie dann einfach abgeknallt wird oder so. Los! Hinterher! Häng dich ran, Tom! Sonst macht der Don uns fertig! Wenn ich dran bin, schießt auf die Autos um ihn herum. Die müssen wir zuerst ausschalten. Alles klar! Ah, die Bullen! Ein paar von denen haben das Theater beobachtet. Morello hat sie zum letzten Mal bezahlt. Ab morgen gehören sie uns. Wow! Komm schon, Jungs! Zieh durch! Wow! Was? Morello muss ziemlich nervös sein. Hat alle seine Jungs mitgebracht. Schaltet sie aus, wenn ihr könnt. Aber wir sind wegen Morello hier. Komm schon! Ba-ba-ba-ba-bau! Junge, schön nochmal ein paar Kugeln reinballern. Warum nicht? Ja, ich geb doch schon Gas, Mensch. Wenn er entwischt, verkriecht er sich vielleicht in einem anderen Staat. Wir müssen ihn heute stoppen. Was ist das für eine Hupe, Alter? Was ist das für eine Hupe? Los, Jungs! Alter, geil, ey. Das meine ich, ey. So eine Mission, weißt du, wo unsere Gang gegen deren Gang, ey. So eine riesen fette Schlacht zwischendurch mal. Das wäre auch noch geil gewesen. So, jetzt. Auf gerader Strecke, oder? Irgendwie nicht. Irgendwie kommen wir nicht ran. Oh. Erst sind seine Leute dran. Und dann er selbst. Schütteln. Niemand kennt diese Stadt besser als ich, keine Sorge. So sieht's aus. Das wird ganz schön eng. Morello hat einen guten Fahrer, aber er ist nichts gegen dich, Tom. Aber ist auch komisch, dass wir nicht von der Polizei verfolgt werden. Also, die mischt hier zwar mit, aber rechts unten die Fahndungsanzeige ist aus. Komplett, wa?
obwohl die hier immer am Start sind, ey, die kleinen Drecksbullen. Och Mann, ey! Oh Gott, bitte jetzt nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, Alter, ich geb doch schon Gas. Nein! Ich geb doch schon Gas, oh, sorry, lol. Egal, wir sehen uns genau an dem Punkt nochmal gleich. Mann, ey. Ey, sobald du einmal diesen scheiß Strommast streifst oder die Laterne ist sofort aus, war. Das bremst dich nicht nur ein bisschen aus, dass du langsamer wirst, sondern du stehst, einfach, du bleibst stehen. So. Diesmal nicht dagegen fahren, perfekt. Ja, du bist immer noch eiskalt am Steuer, oder? Ja, natürlich, Bruder. Jetzt müssen wir aber mal langsam nach rankommen, ey. Ist halt jetzt schon wieder die Frage. Oh, diese Kerle geben nicht auf. Nicht. Ich dachte, der wäre da volle Kanne reingefahren. Ist halt wieder die Frage, müssen wir ihn jetzt wirklich stoppen oder müssen wir nur so lange hinterherfahren, bis wieder irgendeine Cutscene getriggert wird? Ich komme aber auch gerade nicht hinterher, wa? Ich komme nicht näher ran, ey. Er kommt nicht aus der Stadt, wenn wir ihm an der Stoßstange kleben. Wo immer er hin will, er hat's echt eilig. Der Flughafen, er will von... Alter, was war das denn schon wieder? Er hat ein Flugzeug? Klar hat er ein verdammtes Flugzeug! Da sind noch mehr seiner Leute. Gut, wir müssen alles säubern. Er wird sterben und seine Leute auch. Okay. Aber wir drei bleiben am Leben. Sie haben den Flughafen gerade erst wieder hingekriegt. Okay, alles klar. Ist wieder so, dass wir denen nur folgen müssen. Wir haben die Gesellschaft! Ich sehe sie! Verdammt! Seid ihr okay? Ja, nichts passiert! Nur etwas Glas in den Haaren lässt sich leicht rauskämmen. Daneben zu Fuß! Los, Bewegung! Es wird Ärger geben. Halt dich bereit. Mehr von dem! Hey, gib mir Deckung! Nimm das! Wir haben die allerletzte Truppe gerufen! Ich frage mich, wie viele Leute die eigentlich noch haben, Alter. Es wird ein bisschen zu viel Ballerei gerade, oder? Auch die letzte Mission. Ist ja nur noch übertriebenes Geballer, Alter. Du kannst nicht fliehen! Oh, Junge, ist der weggeflogen. Du Loser, Alter. Wir machen dich fertig. Ja, ja. Geh in Deckung. Ja, hast mich. Scheiße, Mann. Ey, sag mal, ey, willst du mich verarschen? Geht doch. Das ist richtig viel Ballerei, echt, oder? Schön. Na, komm, zeig dich. Schön, ah, nice, der ist relativ schnell gestorben. Ich hab Angst, dass das Auto explodiert, ey. Oh, okay, Freunde. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter, okay? Seid ihr am Start? Seid ihr am Start? Ich hoffe doch. Ja, passt, glaube ich, denke ich, an der Stelle. Wir lassen Morello auf jeden Fall nicht entkommen. Irgendwas wird passieren. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass Sam oder Pauli... Ich glaube, Sam geht drauf. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Haut rein und tschüss.